Sie interessieren sich für einen Krimi-Dinner. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert so ein Krimi-Dinner? Ich möchte Ihnen ganz kurz erläutern, wie der Ablauf des Krimi-Dinners ist. Es beginnt mit einem Apéro oder dem Getränkeservice. Die Schauspieler kommen bereits in den Figuren in den Saal und verteilen ihnen Etiketten mit fiktiven Identitäten. Dann findet ein kurzes Prälude statt. Das ist ein Streit, eine Verfolgungsjagd, sodass die Leute aufwachen und merken, oh, da geht ja was. Dann empfehlen wir auf jeden Fall, die Vorspeise zu servieren. Die Leute haben ja meistens Hunger, gefolgt vom ersten Gang, wo die Geschichte so richtig in Gang kommt. Es wird geliebt, gelebt, geheiratet manchmal sogar und natürlich am Ende des ersten Aktes gestorben. Das ist, darauf warten die Leute regelrecht. Und ja, also je länger diese Sterbeszene ist, desto lustiger ist es natürlich. Und die Leute dürfen dann auch helfen, die Leiche abzutransportieren. Das ist ein sehr beliebter Moment im Stück. Dann muss natürlich wieder gegessen werden. Es folgt also der Hauptgang und dann der zweite Akt, wo wieder viel passiert. Es sind mehrere Geschichtsstränge ineinander verwoben, viele Figuren. Natürlich taucht auch spätestens da der Kommissar auf, der ermittelt und noch ein bisschen im Dunkeln tappt und natürlich auch auf ihre Unterstützung zählt. Und Ende des zweiten Aktes wird meistens auch wieder gestorben, wo sie wieder helfen dürfen. Dann kommt der dritte Akt, der ist nur ganz kurz, 5 Minuten. Und hier fordert der Kommissar sie auf jeden Fall auf zum Ermitteln. Dann kommen die überlebenden Verdächtigen und sie haben die Möglichkeit, die Verdächtigen zu befragen und nochmal herauszufinden, was denn genau passiert ist. Sie geben diese Lösung ab und das schnellste, beste Team darf am Ende den Täter in Handschellen legen. Es wird dann aufgelöst natürlich und gefolgt vom Dessert und Kaffee. Insgesamt haben wir den Apéro mit ungefähr 30 Minuten, die Etiketten, je nach Anzahl Personen. Es kann auch sein, dass es nur 5 Minuten geht, wenn Sie eine sehr kleine Gruppe sind. Wenn Sie jetzt eine sehr große Gruppe, 200-300 Leute sind, dann dauert es ein bisschen länger als 15 Minuten. Dann kommt das Prälude, das dauert im Schnitt 5, manchmal auch 7 Minuten. Die Vorspeise, da empfehlen wir 20 bis 30 Minuten. Dann der erste Akt dauert auch je nach Stück ungefähr 30 bis 40 Minuten. Der Hauptgang immer mindestens 45 Minuten. Je nach Restaurant kann es auch eine Stunde sein. Der zweite Akt dauert dann meistens, wenn der erste ein bisschen länger war, ein bisschen kürzer. Oder sonst dauert der zweite Akt wie der erste Akt ungefähr 30, 35 Minuten. Und dann der dritte Akt, das ist immer nur 5 Minuten. Die Befragung, hier kommt es darauf an, wenn sie wenig Leute sind, dann dauert das nicht so viel. Wenn es viele Leute sind, kann das sehr lange dauern. Gewisse Gruppen merken auch, sie möchten gar nicht so ermitteln. Andere Gruppen sind wiederum sehr scharf darauf, also das ist sehr unterschiedlich. Und meistens sind 15 Minuten hier sehr knapp bemessen. Sie können auch gerne hier 20 Minuten einrechnen. Wenn wir merken, dass es nicht unbedingt gefragt ist, dann werden wir das automatisch einfach kürzen und schneller weitermachen, sodass sie eigentlich gar nichts davon merken. Genau, und natürlich kommt dann die Auflösung. Das ist insgesamt mit der Verhaftung ungefähr 10 Minuten. Das Dessert, da würde ich nochmal 20 Minuten rechnen und dann der Kaffee oder was es dann auch noch gibt. Das ist natürlich dann Ihnen überlassen, wie lange Sie noch sitzen bleiben möchten. Ja, wir haben ungefähr 100 Schauspieler im Pool. Natürlich spielen nicht alle Schauspieler alle Rollen, aber wir können je nach Stück, wir haben mindestens 10 Stücke, die wir spielen. Je nach Stück haben wir bis zu 4 Doppelbesetzungen. Das heißt, wir können relativ viele Events parallel machen. Es kann auch sein, dass wir im September meistens um die 60 Events durchführen und dann kann es auch mal sein, dass es ein Wochenende gibt, an dem 15 Veranstaltungen stattfinden. Ja, wenn Sie interessiert sind an unseren Krimi-Dinner, dann würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt treten, wenn Sie uns anrufen oder uns
eine E-Mail schreiben und wir beraten Sie gerne, welcher Kriminalfall denn jetzt in Ihrem Fall genau der richtige ist und ob es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, Ihre Firma oder Ihre Personen, die Sie gerne möchten, in den Fall noch integrieren. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis dann, Ihre Nathalie Samelie.